Genau, wir wollen uns einmal den Valomat anschauen. Das habt ihr euch ja gewünscht und da gucken wir jetzt noch mal rein. Ich warte nebenbei immer noch auf das, was am Anfang versprochen wurde, mit den Geschichten der Lobbyfreunde. Wer auch immer das war, hat jetzt immer noch Zeit. Heute nehmen wir mal die Cam, wo wir zusammen dann drin sind, würde ich sagen. Und ja, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Das ist ja ein beliebtes Spiel, unabhängig davon, wie man zu der Wahl steht, die uns jetzt wieder erneut ins Hause steht, halt diesen Valomat abzuschließen und dann sich die Ergebnisse wild rumzuschicken. Und ja, es ist eine Schicksalswahl, wie immer. Es ist die Wahl unseres Lebens. Es ist die Möglichkeit, alles zu verändern, Leute. Es ist die Möglichkeit, die Welt auf den Kopf zu stellen, den Faschismus zu verhindern, den Klimawandel aufzuhalten und eine Welt zu generieren, die wirklich, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, wo alles halt echt gut ist. Und das hängt halt 100% davon ab, was ihr, wann ist das nochmal? Irgendwann im Juni halt wählen geht, ne? Das wisst ihr ja. Also Vor allem gegen rechts. vor allem gegen rechts, ja. Gegen rechts geht immer. Das ist auch der einzige Weg, sowas gegen die AfD und so zu machen, ist auf jeden Fall halt zu wählen zu gehen. So, weil ihr wisst ja, wenn ihr das nicht macht, dann ist halt eure Stimme auch weg. So, ihr könnt dann auch gar nichts Dann mehr kriegen sagen. die aktiv eine. Ja, dann kriegen die Die auch haben aktiv einen eine, höheren ne? Prozentpunkt. Ja. Wenn du deine Supernova. Ja. Sonne hört auf auszubrennen. Gegen rechts. Okay, dann wir gucken uns mal an, was denn hier so abgefragt wird. Wollen wir das auch ausfüllen? Machen wir auch, oder? Wir wollen ja noch am Ende wissen, Ja, was dann halt. natürlich. Wir machen jetzt nicht überspringen, das wäre lahm. Okay, die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. Was ist schon wieder für eine Frage? Wir sind gegen Ja, genau. Steuern. Steuern Steuern sind sind Raub. Raub. ja, nee, also ich tatsächlich muss man ja sagen, also es stimmt ja, also das ist ja was, was ich generell irgendwie immer schon recht kritisch an der EU sah. Ich finde auch, für alle die das dann nochmal reinhören wollen, ich finde, Fabian Lehr hat jetzt auch nochmal so ein gutes kleines Video zur Europawahl gemacht, warum eben der parlamentarische Funktion des EU-Parlaments deutlich undemokratischer ist als die des Bundestages. Und dementsprechend würde ich sagen, erstmal nein. Ja, stimme ich mit überein. Also ich finde halt wirklich, jetzt man kann auch mal darauf eingehen, tatsächlich das Konzept von Steuern einfach fragwürdig, zumindest wie das halt vermittelt wird. Also es wird ja immer so getan, ne, dass. Oh, nee. Tatsächlich eine Sache, die man vielleicht auf EU-Ebene machen könnte, wäre eine Erbschaftssteuer. Ja. Oder solche Sachen, dass die Leute nicht in ein anderes EU-Land abhauen können. Das wäre die einzige Sache, wo ich sagen würde, da wäre es vielleicht auch gut, wenn man sich international auf so einen Mindeststandard Ja einigt. gut, es kommt natürlich Ja. bei solchen Sachen immer darauf an, was genau für Steuern und so weiter und so fort. Ja. Aber grundsätzlich, das Konzept ist insofern allein schon deswegen fragwürdig, weil ja immer so getan wird. Ja, wir alle, das ist halt das Konzept von, wir alle geben unser Geld und dann nimmt der Staat das und gibt das für das Allgemeinwohl aus. Und ja, das sind ja, und dann regen sie heute mal auf, ja, das sind ja unsere Steuern, die da und so weiter und so fort. Aber real, wir haben ja gar keinen Einfluss auf, was damit passiert, also was jetzt mit dem konkreten Geld passiert, was wir halt abgeben müssen. Und wir wissen ja alle, dass es halt auch ausgegeben wird für weiß der Geier was. Deswegen kann man das auch einfach nicht per se beantworten, so, ja klar, lass doch machen, sondern es hängt ja genau davon ab, wenn jetzt halt, wie du sagst, eine Erbschaftssteuer, dann hat ja niemand was dagegen. Das ist ja gut. Nein, ich glaube schon, dass einige Ja, Leute halt die nicht Leute, die halt abdrücken müssen, aber das ist mir ja scheißegal. Ich meine jetzt halt jemand, Ja, der halt. also ich glaube schon, dass das wäre ja schön. Es wäre ja schön, wenn die meisten Leute sagen würden, eine Erbschaftssteuer finde ich eine gute Sache, aber ich glaube schon, dass es sehr viele Narrative gibt,
die auch in der Gesellschaft, also ich glaube, es ist ja schon ein Problem, Erbschaftssteuer wird wahrgenommen als, ja. das geht auch auf mich, so. Erbschaftssteuer fängt schon ab als, was weiß ich, was machen Leute, ich habe leider nicht große Perspektiven drauf, irgendwas mal zu erben oder bislang noch nichts abbekommen, aber so, was erbt man dann irgendwie so, keine Ahnung, ich habe für meine Kinder irgendwie 20, 30, 40.000 Euro eingespart oder ich habe irgendwie diese tollen 3 Uhren, die ich damals in den 60er Jahren gekauft habe oder so. Grüß dich, Marius. Ja, wir müssen mal eine Folge zu Steuern machen, haben wir auch schon gesagt. Ja, das ist ja auch tatsächlich so, wo du auf jeden Fall auch generell was Wichtiges mit Steuern angesprochen hast, ist ja auch, dass dass häufig ja auch Steuern einfach als allgemein gewertet werden von, als dieser universelle Block gesehen. Und wenn man sich dann sowas anschaut, dass es einfach deutlich unfairere Steuern für bestimmte Einkommensklassen gibt, wie die Mehrwertsteuer. So, das ist halt einfach schon was, wo man dann auch mal drüber sprechen muss. Und wie du gesagt hast, ist halt einfach eine total populäre Haltung, auch in der Gesellschaft über Steuern zu reden und sich drüber aufzuregen. Ja, klar. So. Deswegen lass uns mal bitte neutral machen, würde ich dann an der Stelle sagen, weil es halt, wie gesagt, einfach auf die Steuer ankommt. Ich vermute auch, es wird jetzt halt ganz häufig passieren, dass wir halt einfach, weil das sind ja immer dann diese allgemeinen Plätze, wo das halt einfach konkreter darauf ankommt, worum es halt geht auch, ne? Ja, ich glaube, Fabian Lehr hat auch gesagt, dass er eher die DKP wählen wird. Er hat, glaube ich, sogar in seiner Story dann gepackt. Sympathischer ist. Er hat in seiner Story dann halt irgendwie ein Kreuz auch bei der DKP fotografiert. Echt? Ja. Ja, ist auch, finde ich, eine schwere Frage, DKP oder MMPD. Prinzipiell ist mir die DKP auch sympathischer. Okay. Wenn ich in der Imperialismus-Analyse. So. Die wird nicht vom chinesischen Staat finanziert. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Das ist dann wieder die Frage, haben wir dann schon die Übergangsgesellschaft? Was machen wir mit der deutschen Automobilindustrie? Wenn es will, ne. Also ich, wie gesagt, ich sage aufgrund meiner Haltung zu der Wichtigkeit der deutschen Automobilindustrie für den revolutionären Standort Räterepublik Deutschland eigentlich schon, ne? Wir wollen unsere Absatzmärkte stabil halten. Und dann das ist eine reine Standort-Blabla-Argumentation von dir. Nach der Revolution argumentiere ich immer für den Standort. Da bin ich nämlich eins hier mit der Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft rätedemokratisch organisiert ist und sozialistisch, was spricht denn dagegen? Na, es geht halt darum, dass es dann halt einfach auch bei uns ein selbstständiges Interesse gibt, dass es auch in anderen Regionen halt gut läuft und dass es halt gar nicht mehr eine Standortlogik halt gibt. Ja, aber wenn es uns gut geht, geht es den anderen auch gut. Ach. Schon mal drüber nachgedacht? Ja, ich habe ganz viel nachgedacht. So, aber die Frage, die hängt halt auch wieder an verschiedenen Faktoren. Ich meine, wir haben ja schon häufig auch dargestellt, dass wir jetzt keine Freunde von so Verbotspolitik, staatlicher Verbotspolitik halt sind. Was jetzt also auch irgendwelche grünen Politik angeht. 2035 klingt auch, gibt's echt den Verbrennerstopp für 2035 in der EU? Schon, vor allen Dingen, weil es ja auch hier wieder 1000 Fragen gibt. So diese ganze Elektroauto-Geschichte wirkt auf mich halt so ein bisschen, es ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber so, wo dann halt die alten Glühbirnen gegen Energiesparlampen ausgetauscht wurden, es ist jetzt nicht irgendwie so, als wären halt diese... Ach, das war ein guter Schritt. Naja, das sind halt dann Sachen gewesen, die man halt zumindest lange Zeit erstmal nicht entsorgen konnte und so weiter. Und da sind halt auch giftige Stoffe drin gewesen und so weiter. Und man kann dann halt in Frage stellen, wie effektiv dann halt sowas ist und wie stark das dann einfach nur einen anderen Teil von Lobby und von Kapitalfraktionen halt nützt, um halt eine Erneuerung der Glühbirnen zu erzeugen. Obwohl man ja sehr gut weiß, dass es halt ein sehr starkes Kartell rund um diese Glühbirnenfrage gibt, die halt verhindert, dass es einfach Glühbirnen gibt, die halt unendlich halten.
Ja, also ich persönlich möchte jetzt für mich nicht behaupten, dass ich ein Experte auf dem Thema Glühbirnen bin. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass also es gibt quasi, die alten Glühbirnen schon eine hohe Wärmeentwicklung hatten. Ja, yeah, aber es gab halt ein Kartell, was halt tatsächlich zusammengekommen ist, wo die verschiedenen Hersteller von Glühbirnen zusammengekommen sind. Das ist auch belegt halt historisch, die dann festgelegt haben, wie lange eine Glühbirne halten darf, weil logischerweise, wenn halt die Glühbirnen sehr, sehr, sehr lange halten, es keinen Absatzmarkt mehr dafür gibt, weil Leute sehr, sehr selten nur noch ihre Glühbirnen wechseln müssen. Ja, also mit irgendwie so geplanter Obsoleszenz bei Glühbirnen, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ich meine, ich glaube, die Sache ist ja die, von dem, was ich jetzt zu Elektroautos weiß, ist es schon so, dass die ganzen seltenen Erden und die ganze Scheiße. Dass da natürlich eine Menge Scheiße bei ist, aber jetzt der Wirkungsgrad von Elektroautos schon besser ist. Ja. Also dass an sich Elektromobilität auch im Individualverkehr eigentlich schon sinnvoller ist. Ja. Und dass ja auch viel eben dazu verbreitet wird, was jetzt beispielsweise bei Verbrennern nicht so stark irgendwie im Fokus steht, dass du beispielsweise auch Katalysatoren in einem Verbrennerauto Sondermüll ist, mhm. dass da auch in einem normalen Auto extrem viel Scheiße drin steckt, die dafür gebraucht wird, dass auch da eigentlich Technologie, die seltene Erde verbraucht, auch zunimmt. Ne? Dass mhm. natürlich ein Elektroauto jetzt anders funktioniert und da dann andere Rohstoffe in einem größeren Maß auch für Batterien ausgebeutet werden, absolut richtig. Aber ich glaube, das Grundproblem in den ganzen Sachen ist ja, dass wir generell diesen Schwenk auf Elektroautos als Lösung haben, obwohl eigentlich Individualverkehr das größere Problem ist. Aber ich würde tatsächlich Ich tue mir schwer, ich weiß nicht. Ich würde eigentlich auch wieder neutral sagen wollen. Aber prinzipiell finde ich das jetzt auch nicht schlecht, wenn es ist tatsächlich schlecht für den Standort Deutschland, so mit dem Aus der Verbrennungsmotoren. Und es ist tatsächlich auch die Frage, was das für die Belegschaften hier bedeutet. Yeah. Weil in der Automobilindustrie haben wir die höchsten Industrielöhne. Mhm. Die am besten gestellten Arbeiter eigentlich in Deutschland, was die Industrie angeht. Und das ist natürlich dann immer die Frage, wenn wir nicht mehr Verbrennungsmotoren produzieren, was wird das dann beispielsweise für Stellenabbau und Verelendung da drin bedeuten? Das ist halt eine schwierige Frage. Genau, Sally, geplante Obsoleszenz. Das Glühbirnenkartell ist der erste dokumentierte Fall von geplanter Obsoleszenz. Dann, ja, ist wirklich so. Hey, ich glaub dir, lies mit dabei. Ja, dann würde ich auch sagen, neutral. Die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen, ist natürlich klar. Stimme zu. Die Ukraine ist ja, da sind wir auch, oder? Wir haben aber bei einem Knüller gelandet. Ja. Kommt halt auch auf die Bedingungen an. Wenn das halt dazu führt, dass es halt einen dritten Weltkrieg gibt, dann nein. Also, ja, und da ist ja auch wieder die Frage, möchte man den Leuten in der Ukraine absprechen, dass sie das irgendwie entscheiden können? Das ist, glaube ich, aktuell. Also nur ganz kurz nochmal, Kaysor, du hast natürlich recht. Also mit allem, was wir jetzt ausgeführt haben, wollen wir uns natürlich nicht für Verbrennungsmotoren und irgendwie Autos Individualverkehr so stark machen. Das kann man gut als Clip rausnehmen. Also natürlich geht es halt darum, möglichst schnell vom Individualverkehr in der Form, wie wir ihn jetzt haben, wegzukommen, so schnell wie es nur geht. Halt. Könnte man so ein Best-of aus Übertageposition zu machen. Übertage fordert den anarchistischen Zoll. Übertage ist für Verbrennungsmotoren, Übertage ist für Atomkraft, Übertage ist antisemitisch. Ja gut, da kommen jetzt noch hier 34 Fragen beim Wahl-O-Mat, wo noch viel Schwachsinn mehr rumkommen wird wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, ich finde, das ist halt wichtig, dass offensichtlich ist, dass ob man das jetzt von uns aus befürwortet oder nicht, ein sehr guter Teil der Ukrainer sehr wahrscheinlich aktuell möchte, dass die Ukraine Mitglied der EU wird. Also ja, nicht zu übersehen, abgesehen von den Teilen, die jetzt von Russland annektiert wurden. Mhm. Wobei ich auch nicht glaube, dass wir da jetzt große verlässliche Zahlen
zuverlässlicher Statistik haben. Ich würde halt einfach sagen, es ist mir halt, wie gesagt, egal, ob das halt passiert oder nicht, außer es kommt halt zu einem dritten Weltkrieg oder zu einer noch weiteren Eskalation. Also jetzt gerade wäre ich auf jeden Fall dagegen, weil es einfach, also gerade ist es halt offensichtlich, dass ich dagegen bin, weil es natürlich, wenn jetzt die Ukraine Teil der EU wird, dann bedeutet das, dass halt der Krieg, der halt in der Ukraine geführt wird, ein Angriff auf die EU ist und dementsprechend würde es halt zum automatischen automatischen Eingriff der NATO halt dort kommen müssen, so wenn die halt ihre Regeln ernst nehmen. Deswegen gerade wäre ich auf jeden Fall dagegen und da das ja im Jetzt formuliert ist, wenn das jetzt halt nach der nachfolgenden Friedenszeit ist, mir das Schnuppe. So. Ja, also das ist auch so die Sache, was Polizeihund noch reinschreibt, dass das die ukrainische Wirtschaft ficken wird. Also ich glaube, die weiß nicht, was du da aktuell noch groß kaputt machen willst, wenn sich das anschaut. Und den Arbeitern vor Ort schaden. Ja, das ist ja dann auch so ein bisschen das, was dann immer gesagt wird. Und das stimmt natürlich, wenn man die Ukraine jetzt beispielsweise, wenn man den stark erleichtern würde, das Land zu verlassen. Ja, natürlich wird dann im Endeffekt dieses Land, es ist ja jetzt schon in einer absolut demografischen Krise, weil es dann auch wieder, was soll man jetzt sagen? Soll man sagen, wir müssen die Grenze zur Ukraine stabil halten, damit die Leute nicht kommen, weil dann dieser Staat kaputt gehen wird? Das ist halt auch natürlich aus einer anarchistischen Position jetzt nicht unbedingt am einfachsten. Aber speziell aus diesem Kriegspunkt, den ich genannt habe, würde ich doch jetzt, also wie gesagt, in Friedenszeiten finde ich es halt relativ, ist mir das relativ egal, aber in Kriegszeiten, wo wir jetzt ja auch gerade uns einfach befinden ohne Ende und das auch nicht absehbar ist, dass das enden wird, bin ich auch dagegen. Ja, also es ist ja offensichtlich, dass es halt so oder so, also ich kann mir auch in Friedenszeiten nicht vorstellen, dass Russland, also natürlich haben die sich jetzt selber da in die Scheiße geritten und ich glaube, auch wenn der Krieg aktuell für die positiv ausgeht, ist es natürlich so, dass im Endeffekt das Hauptziel, was die damit erreichen wollten, was jetzt so die Geopolitik und die Sicherheitsinteressen vor Ort angeht, das können sie natürlich nicht mehr erreichen, weil so oder so die Westukraine halt bestehen bleiben wird. Aber ich glaube, da können wir uns auf neutral einigen. Neutral? Ja. Okay, das sehe ich auf jeden Fall anders. Was? Also jetzt für den aktuellen sehe ich das anders, aber... Ach so, mit dem, ja, soll sie jetzt Mitglied der Ukraine werden? Ja, darum geht's ja. Ach so. Die Kunde soll Mitglied der... Das, wir sind ja, generell dachte ich, ja, im Jetzt wäre ich natürlich auch dagegen, aber das ist ja total illusorisch, als ob die Ukraine jetzt Mitglied der EU werden würde. Ja, darum geht's ja. Ups. Muss halt, glaube ich, nur auf Stimme zu... Ja, aber jetzt wird halt sie auch so oder so nicht Mitglied der Ukraine. Ja, aber der EU trotzdem, werden. Es geht ja um ja, jetzt. Dann mach halt Stimme nicht zu. Ja, kommen wir mit der klar. AfD da zusammen am Ende. So, die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Was mir auch im Endeffekt egal ist, das haben wir auch schon in der AfD-Folge gesagt. Das wäre die AfD. Naja, das ist jetzt halt wieder eine schwierige Frage, weil wir haben ja lange darüber in der Bauernfolge gesprochen, dass halt auch diese ökologischen Förderungen von der EU, also diese Bestrebungen dann, dass die Landwirtschaft zu ökologisieren, teilweise halt der Bauernschaft extremen Schaden anrichten, worum es ihnen ja auch vor allen Dingen viel geht und wo man dann halt auch wieder genau hingucken muss. Also es kommt halt dann darauf an, wie das halt gemacht ist. Ich meine, prinzipiell wäre es, glaube ich, was, wo ich schon sagen würde. Ja, prinzipiell, ja. Vorrangig, meinetwegen. Ist halt schon eine gescheite Geschichte. Ja. Belassen wir es dabei. So. Deutschland soll der Euro durch eine nationale Währung ersetzt werden. Da würde ich halt sehr deutlich sagen, nein, weil das halt einfach, also im Prinzip jede jetzt Zurücksetzung von dieser Entwicklung, die mit der EU halt gekommen ist, dass es halt eben diese offeneren Grenzen gibt, dass es halt so diese gemeinsamen Währungen und bla bla bla, das ist halt alles eine Sache, wenn du das halt jetzt zurücksetzt, sorgt das halt einfach für ein
ja, eine Verschärfung der, des wirtschaftlichen, der wirtschaftlichen Verelendung der Massen, so wie wir es auch in UK gesehen haben, dass halt durch den Austritt aus der EU diese Situation, in der sich dieses Land eh schon befunden hat, nochmal dramatisiert wurde. Und so sehe ich das dann halt auch für den Euro. Das ist ja einfach nur ein unnötiger Aufwand, das halt wieder umzukrempeln. Ja, ich meine, es gibt ja schon so ein paar Sachen, die man daran, wo ich jetzt auch wirklich kein Experte bin, die man eigentlich schon dann irgendwie noch diskutieren könnte, eben so diese Frage, wie individuell kann auf Krisen in bestimmten Ländern reagiert werden. Und da ist es ja schon, dass eben durch die gemeinsame Währung, durch eben dieses Zentralbankensystem, gesteuert von der Europäischen Union, halt schon Mittel in der Reaktion auf Krisen für die einzelnen Staaten auf einer individuellen Ebene dadurch verringert wurden. Mhm, ja. Und das eben abgegeben wurde an dieses supranationale Gebilde und beispielsweise dann auf einer nationalen Ebene viel mehr Wert dann gelegt werden musste auf beispielsweise Arbeitsmarktregulierung, was dann sowas wäre wie im Zuge von der Agenda 2010. Wo man dann schon sagen kann, das ist auch irgendwo eine Folge vielleicht daraus, dass dann eben über die Geldpolitik nicht mehr auf Krisen so individuell reagiert werden konnte. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es einfach nur so ist, ja, weiß ich nicht, ist jetzt eben hier der Euro der Europäischen Union oder halt hier diese alten, altbackenen Nationalisten, die jetzt irgendwie die deutsche Mark zurückhaben wollen, weil sie irgendwie nostalgisch daran hängen. Und das ist eben irgendwie einfach nur so eine ästhetisch-kosmetische Frage. Ich glaube schon, dass da mehr hintersteckt, wenn man sich jetzt fragt, supranationale Währung von mehreren Staaten oder halt nationale Währung, dass das schon relevante Sachen ausmachen kann. Meinetwegen können wir auch einfach neutral machen. Also so keine Ahnung, also ich kenne mich auch zu schlecht aus, um das jetzt halt final beurteilen deswegen zu können. Ich bin auch so Finanz... Das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich nochmal spannend finde, wo ich auch Interesse hätte, mich intensiver mit auseinanderzusetzen, so Geldpolitik, Finanzpolitik und so. Dann machen wir erstmal neutral, oder? Ja, also ich meine, ne, wir haben beide auch die D-Mark noch erlebt, so wir haben auch eine gewisse Nostalgie. Auf jeden Fall. Spüren wir dafür noch ja, irgendwie auf jeden Fall. Zum Bütchen gehen und Bütchen gehen und für 50 Pfennig noch eine gemischte Tüte holen. Ne? Das waren noch gute Zeiten. Ja. Aber wir überspringen nichts, wir stimmen immer ab. Das ist halt, du weißt doch, Crickets, unsere Stimme zählt. Nee, wir können halt nicht, wenn wir zu überspringen bedeutet, halt seine Stimme wegzuwerfen. Ich will ja jetzt auch abstimmen. Also, ja, okay, dann mach, also wie gesagt, vorm Euro war alles billiger, ne? Nachdem der Teuro kam. Übermark. So. Ich habe mich damals auch von dem Fieber erfassen lassen, die diversen Euros der Mitgliedstaaten gesammelt. Aber ich würde jetzt mal sagen, Experiment Euro ist durch. Ich will die Ü-Mark wieder. Nee, wir machen neutral, Joshua. Ach, komm. Jetzt mach hier nicht irgendeinen Kappes. Ich mache hier keinen Kappes. Nee, ich finde das ein guter Fall für neutral. Das ist eine ernsthafte Diskussion, die wir hier geführt haben. Ich um den Teuro Schicksal zu überspringen. Genau, ja. Hier wird noch Demokratie gelegt. Ja. Neutral, so. Die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität ja, im Pass zu ermöglichen. Ja, natürlich. Zu empfehlen ist auch sowas. Die Aktuverfahren soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Das sind aber auch Fragen, teilweise ist es ja wirklich vogelwild. Die Aktuverfahren soll in Regionen erlaubt sein, denen der Bestand, also der Wolfsbestand durch die Bejagung nicht gefährdet ist. Ja, muss man erstmal verstehen. Oh Gott, warte mal. Das war echt schwer, ich hole mal irgendwas zu trinken. Kannst ja schon mal auf die Wolf-Frage antworten. So, die stimmt zu. Also ich würde das halt davon abhängig machen, ob der Wolf halt, okay, das ist natürlich jetzt die Frage, wer sagt, wann der Wolf eine Plage ist. Also wenn jetzt halt nicht nur ein paar Bauern, so ein paar wenige Bauern sagen, ja, das stört mich halt, dass also es muss halt auf jeden Fall dann auch halt dann zum Beispiel Bauern halt geholfen werden, dann halt, dass ihre Region dann halt sicherer vor dem Wolf, vor so Wolfrissen und so zu machen.
Aber solange das jetzt halt nicht so eine krasse Überpopulation von Wölfen gibt, bin ich auf jeden Fall dagegen. Wenn es jetzt halt eine Überpopulation in dem Sinne, in jetzt einer wissenschaftlichen, objektiven Überpopulation gibt, dass halt jetzt die ganzen Wälder auch leer fressen oder so von anderen Tieren, dann bin ich dafür. Da muss es halt reguliert werden. Also die Natur ist halt eh total kaputt und also in weiten Teilen so und wird halt eh vom Menschen reguliert und kontrolliert. Natürlich kann man die Natur nicht komplett kontrollieren, aber es muss halt Eingriffe in die Natur halt geben, in bestimmten Fällen. Und deswegen kommt es halt für mich halt darauf an, ob es eine große Überpopulation gibt oder nicht. Ja, gibt es nicht, das stimmt. Ja, also das stimmt, Marek, deswegen bin ich halt auch aktuell dagegen. So, sag ich so. Ja, also was ich da vielleicht irgendwie so kritisch sehe, ist so diese ganze Diskussion, die es dann darum gab, so, ja, keine Ahnung, zahlt den Leuten doch einfach eine Prämie, wenn irgendwie das Tier gerissen wird. Für die ganzen Leute, die sich jetzt drüber aufregen, irgendwie Bauern hier, wurden jetzt schon meine ersten Tiere gerissen, das ist absolut grausam zu sehen, ich hänge so sehr an denen und dann fahre ich so irgendwie die nächste Woche zum Schlachthof und das geht ja überhaupt nicht. Nee, ich will jetzt auch nicht sagen, denn natürlich haben auch viele, viele Viehwirte eine enge Bindung dazu. Genau, das ist natürlich auch so eine Sache, baut Zäune, da muss man dann auch wieder sagen, das muss dann aber auch wirklich alles gezahlt werden, weil das finde ich dann auch wieder frech, wenn man dann sagt, wir lassen den Wolf sich hier wieder ansiedeln, aber scheiß mal auf die Leute, die eben davon beeinflusst werden. Mhm. Weil es ist ja im Endeffekt auch, sagen wir mal, ein Wunsch von Staat und ein Wunsch von Umweltverbänden, würde ich auch sagen, ist natürlich eine schöne Sache, wenn der Wolf zurückkommt. Zahlt er lieber in Wolfsblut. Jetzt eine provokante Frage. Nee, die Sache ist ja die, wenn es dann um diese Entschädigung geht, da muss man ja auch sagen, das baut ja dann auch wieder so einen riesigen bürokratischen Apparat auf, dass dann immer irgendwie der Wolfsgutachter dann hinkommen muss und der muss sich dann anschauen, ist dieses Tier jetzt wirklich vom Wolf gerissen worden, damit natürlich nicht irgendwie eine Masche daraus wird, dass die Leute einfach in schlechten Zeiten, ja, dann sind jetzt mal meine ganzen Tiere irgendwie vom Wolf gerissen worden. Das ist dann auch wieder eine Problematik. In der aktuellen Situation würde ich aber sagen, ist das ein echt ziemlich wahnwitzig aufgeheizter Diskurs um den Wolf. Total. Und wenn, ist ja immer so. Ich glaube auch, mit diesem Zäune bauen, das müsste eigentlich auch ausreichen, wenn das einfach vom Staat bezahlt wird. Deswegen. Ich bin da aktuell auf jeden Fall dagegen. Kann sich halt ändern, wenn es halt so eine Überpopulation gibt, aber gerade bin ich halt dagegen. Ja, sind wir, glaube ich, echt noch von entfernt. So, beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Ja, meinetwegen. Ja, ich weiß, Sali, dann gibt es auch natürlich und was weiß ich, in Schottland gibt es dann auch die Highland. Guck mal, Marek freut sich, wie wir abgestimmt haben. Ja, Sally ist jetzt sauer irgendwie, weil in Spanien. In irgendwelchen, keine Ahnung, in den Alpen grasen dann die Tiere dann auch da irgendwie. Ja, aber das ist halt, Demokratie ist halt so. Man muss halt harte Entscheidungen treffen. Und es gibt halt immer eine Mehrheit und eine Minderheit. So. Und wir haben jetzt halt hier eine 55,62%ige Entscheidungen getroffen. Und es gibt halt, und ihr müsst jetzt halt, das ist jetzt halt der Volkswille, ist halt getroffen worden. So, da ist es jetzt halt finito. So, ihr müsst euch jetzt halt daran halten, wie wir das entschieden haben mit dem Wolf. Das ist ja auch tatsächlich das Gute am Übertrageprojekt. Das ist ja wirklich gerade kein imperatives Mandat, sondern ein freies Mandat, das wir haben. Ja, genau. Also, die entscheiden sich irgendwann zu den Folgen. Bitte nicht, Leute. Bitte nicht. Ihr könntet die Glocke ja aktivieren. Das ist euer Kreuz auf dem Stimmzettel. So, also Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Meinetwegen, warum nicht? Also irgendwie so Photovoltaik. Ist halt wieder die Sache, ne? Photovoltaikanlagen müssen jetzt nicht irgendwie in den absolut, keine Ahnung, man muss jetzt nicht unbedingt in Hamburg jetzt groß Photovoltaikanlagen bauen, weil das Wetter da eh immer scheiße ist. Deswegen, das kommt halt dann auch wieder darauf an, halt halt prinzipiell zu verpflichten, macht halt auch keinen Sinn. Da könnte man dann sagen, in Süddeutschland
Ja, dann, kann, dann müsste man halt... In also der EU, ja, dann macht das halt in den Sonnenreich. Ja, ist es sogar in der EU, ne? Warte mal, ja. In Schottland oder so, das ist das Wetter... Ja, deswegen neutral. Deswegen neutral, weil das müsste ja einen Zusatz geben, da, wo es halt realen Sinn macht, ja. von den Sonnentagen und so her. In Spanien. Ja, genau. Guck mal da. Alles außer das Baskenland kann mit Photovoltaikanlagen zugehauen werden. Das sage ich nur, weil das Wetter da so beschissen ist. Nicht so weit. Neutral. So, weil das einfach, so kannst du das halt nicht machen. Ja. So, mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden. Also. Ja, das ist ja so die Frage irgendwie, was ist mit Staaten, die jetzt eine besondere Haltung zu irgendwas haben. Ja, finde ich nicht gut. Ich finde schon, dass die einzelnen, ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn einzelne Nationen zu bestimmten außenpolitischen Fragen andere Haltung haben können. Das ist schon, glaube ich, eine gute Sache. Ja. Also stimmen wir nicht zu, wa? Ja. So, der Flugzeugtreibstoff Kerosin soll für Flüge in der EU steuerfrei sein. Das heißt ja, sobald man in der EU fliegt, dann... Nee, finde ich nicht gut. Nee, ich auch nicht. Ich finde sogar, dass man Inlandsflüge eigentlich verbieten sollte in Deutschland. Ja. So, die gemeinsame europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Befugnisse erhalten. Nein, also generell bin ich ja gegen Befugnisse für Polizeibehörden außer für im Allgemeinen. Heißt es außer, ja außer für unseren Standort. Das ist Joschas primäre These. Na, aber heute nur nach allem. Der Revolution. Aber nur nach. Da ist es mir scheißegal. Ne? Go for it. Polizeibehörden. Hol sie, Feinde der Revolution. Oh Junge, bitte. Du musst ja jetzt nicht vom Stream zu streamen und dich mit deinem Bullshit toppen, echt. So. Ja. Also ja, auf jeden Fall ist ja auch sehr deutlich, stimmt nicht zu. Die EU soll länderübergreifende mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks... Ja. Arte ist damit gemeint. Verpflichtend. Für jedes Kinderzimmer. Arte. Ja, ist so. Ja, ist so. Also, Arte hat mich genährt. Seit... Boah, soweit ich zurückdenken kann. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Arte super. Arte soll mehr Förderung bekommen. Wobei ich bin eigentlich eher neutral, weil es gibt halt auch viele gute Gründe, warum man halt dem, was halt aktuell öffentlich-rechtliches Rundfunk ist, kritisch gegenüberstehen sollte, wa? Außer Arte. Ja, aber das betrifft ja nicht nur Arte, das betrifft ja auch halt... Ich bleib dabei, ich stimme zu in dem Fall. Ich finde das bedenklich, dass du gegen Arte argumentierst. Ich argumentiere nicht gegen Arte, ich argumentiere gegen halt diesen ganzen komischen Rotz, den wir halt bekommen durch die öffentlich-rechtliche. Ja, aber den kriegen wir ja so oder so. Ja, guck das mal, stimmt auch. So, wir haben eh unsere Zwangsabgabe hier in Deutschland und dann kommt vielleicht mehr Zwangsabgabe zur Arte. Und dann kriegen wir längere Anarchismus-Dokus. Ja, meinetwegen, gut. Und mehr offene Karten gucken. Meinetwegen. Die EU soll das Ziel verwerfen, Klimaneutralität. Nein, was ist das? Ja. Kommt drauf an, wann der Verbrennermotor abgeschafft wird für Joshua. Und wie der Standort Deutschland darunter leidet. Standort Räterepublik Deutschland. Bitte. So, stimme nichts zu. Ja, kein Scheiß, eine Fosco, das ist vielleicht auch tatsächlich was mit mehrsprachigen Angeboten, wo man auch sagen kann, dass das nochmal was Gutes ist, wenn es gute Reportagen oder guten Journalismus über so die politische Landschaft in anderen Ländern auf Deutsch dann geben wird. Ja, na klar. So, das ist ja an sich erstmal eine schöne Geschichte. So. Potenziell erhöht das natürlich so, dass, also es entsteht viel Scheiße, aber es entsteht dann in Ländern dann doch immer wirklich gute Sachen dann bei sowas, klar. So, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihrer Liste ist. Ja, was ist das denn für eine... Das ist, glaube ich, einfach wirklich nur so, ist das eine Diskussion darüber, ob es irgendwie eine Frauenquote... Frauen, ja, wahrscheinlich irgendwie Frauenquote. Wobei eigentlich im Prinzip ist mir das auch scheißegal. Das ist wirklich was,
wo ich. Im Prinzip ist es mir wirklich scheißegal, wer da jetzt halt sitzt. So. Ja. Ja, neutral. Ist ja so wie mit. Im Endeffekt, dass es irgendwie. Ist es eine gute oder schlechte Sache, Frauenquote für die Chefetage? Ja, genau. Also. So. Diese EU soll Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaaten machen. Kommt auch darauf an, wenn das halt eine sehr hohe. Ich wollte gerade sagen, wenn es eine höhere Empfehlung ist als aktuell gerne. Sonst halt nicht. Wenn die halt niedriger ist, dann halt nicht. Also auch wieder neutral. Das hängt halt davon ab, wie hoch die halt ist. Das ist ja wirklich einfach. Da merkt man auch, was für ein Bullshit das ist. Das ist eigentlich. Das sind alles so. Hin und wieder kommen natürlich auch mal so wirklich spannende inhaltliche Fragen, aber voll viel lässt sich einfach darauf runterbrechen. Mehr EU, so viel EU wie aktuell. Ja, und halt einfach Fragestellungen, die man halt so nicht beantworten kann, weil das halt dann davon abhängt, wie das ausgestaltet ist. Ja. Und das zeigt halt auch, was für ein Verständnis letztendlich davon ausgeht, ja, was dann halt uns halt zugetraut wird und was halt nicht. Vorgaben. Also ich würde tatsächlich sogar in dem Fall eigentlich fast Stimme nicht zusagen, aus dem Ding von was passiert, wenn es wieder zu richtigen Krisen in Staaten kommt und so Austeritätspolitik eingesetzt wird und dann einfach gesagt wird, jo, sieht gerade ziemlich beschissen mit eurer Zahlungsfähigkeit aus. Eure soziale Grundsicherung, die scheint mir aber ziemlich hoch und wir können das jetzt hier. Wir können eure demokratischen Prozesse umgehen und sagen einfach, hier, fickt euch. Ja, aber trotzdem würde ich halt sagen, das ist ja dann bei allen Sachen so. Da kannst du ja bei jeder Sache sagen, die halt der EU mehr Rechte gibt. Das kann halt auch schlecht sein, aber es kann halt auch gut sein. Weißt ja, du? Also, natürlich. Kann deswegen würde ich sagen, neutral, weil, ja. Weil irgendwer entscheidet diese Sachen halt immer. Und ob die Wahrscheinlichkeit jetzt höher ist, dass auf lokaler Ebene die Grundsicherung höher ist, wenn das die EU entscheidet, oder ob das halt der lokale Staat entscheidet, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja, ich glaube, in diesem Falle von Krisensituationen, Austeritätspolitik und ja, meinetwegen machen wir da auch neutral. Aber das war ja genau das, was sich gewünscht wurde. Ja, genau, wir sollen ja wir sollen das jetzt Valomat zerdenken und irgendwie auf einer Metaebene über den ganzen Scheiß reden. Ja, und dass die EU undemokratisch ist, das weiß ja auch jeder. Also das ist halt einfach, dass dieses EU-Parlament, was man halt wählt, halt kaum Entscheidungsmacht hat und so. Und dass es halt auf eigenartigen Wegen halt da Entscheidungen zustande kommen. Das macht es ja noch wilder. Also irgendwie mit Mindestgrenze, das ist nämlich das Problem. Das lese ich halt da nicht raus. Genau, das steht da nicht. Soll aber deswegen. Also ist ja schön, wenn das wirklich so wäre. Bleiben wir bei neutral. Ja. So. Ja, stimme ich zu. Sollen sich frei entscheiden, wie sie mit Desinformation auf ihren Plattformen umgehen. Sehr viel Angst davor, was irgendwann Desinformation alles sein könnte. Also genau, Betreiber sollen Netzwerke, ich lese es nochmal vor, falls es irgendwie auf Spotify oder so später hören sollte, falls es da hochkommt. Betreiber sozialer Medien sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformation auf ihren Plattformen umgehen. Ja, klar. Also das ist halt wirklich was, wo man natürlich jetzt aus linker Perspektive sagt, ja, Desinformation, das geht doch vor allem um die ganzen rechten Lügen, die da verbreitet werden. Stimmt natürlich auch irgendwo, aber ich habe halt wirklich sehr viel Sorge mit den zunehmenden Anspannungen, die wir auch auf der Welt haben, was dann irgendwann alles als Desinformation gelten könnte. Und das ist genauso eine Frage wie bei diesen Streitigkeiten rund um das Thema Meinungsfreiheit. Das wird ja jetzt teilweise schon benutzt. Ja. Dass man halt Meinungsäußerungen halt über Desinformation halt diskreditiert. Das sind oft rechte Positionen. Aber könnte es nicht sein, dass, das hat man noch nie bisher, dass das halt auch, wir müssen jetzt in Fragen nur noch sprechen, für alle, die das nur hören später, dass das auch jetzt schon als Desinformation benutzt wird. Von daher würde ich dich fragen, Joshua, sollen wir dann hier sagen, stimme nicht zu? Stimme zu.
Ich persönlich. Jürgen schon einfach auf zu reden, dann ist die Zeit gleich vorbei. Ich frage mich gerade, was alles eine Frage ist. Ist es schon eine Frage, wenn ich zuerst ein Statement abgebe und dann einfach eine Frage anhänge? Ich weiß es nicht, aber du kannst einfach mit dem Kopf nicken, wenn du sagen würdest, da stimmst du zu. Würdest du dazu stimmen, Joshua? Ich frage mich, ob ich dazu stimme. Okay, in der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Ich frage mich, ob wir dazu stimmen. Ich würde mich wirklich fragen, ob wir dann da was anderes jemals sagen würden, weil ich würde schon... Warum sollte man da widersprechen? Ja. Wer ist nicht für mehr Naturschutzgebiete? Also würden wir da wahrscheinlich zustimmen. Ja, also ich frage mich, ob es so Sachen gäbe wie, was wäre jetzt mit dem revolutionären Standort in einer Übergangsgesellschaft und dem Vorrücken von Naturschutzgebieten gegenüber dem, was man da möglicherweise ausbeuten könnte. Aber prinzipiell frage ich mich, wer ist dagegen? So. EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten, die Regeln und Werte der EU verletzen, sollen weiterhin zurückgehalten werden. Ich frage mich, was das hier für ein Piepen in der Leitung ist. Ich frage mich, ob das von außerhalb kommt. Ich glaube, um das als Frage in den Raum zu stellen, dass es möglicherweise, ich weiß nicht, könnte es vielleicht mein PC sein, Joshua, dass er so komisch piept und gleich halt explodiert oder so. Könnte das sein, dass das passieren könnte? Ich weiß es nicht. Weiß ich es nicht? Okay. Sollten wir dann jetzt zu der Frage kommen? EU-Fördermittel zurückhalten. Ich frage mich, was sind Regeln und Werte der EU? Sind das gute Regeln und Werte? Ja, da ich frage mich ja, wenn ich Teil von einem Club bin. Ja. Und gegen die Regeln des Clubs widerspreche, mich richtig scheiße verhalte. Warum sollten die anderen mich dann noch fördern? Ich frage mich, sind das nicht eigentlich ganz normale Regeln, die so ein Bündnis ausmachen? Handelt es sich hier nicht eigentlich um logische Folgen so ein Bündnis? Ja, dann wäre halt jetzt dann tatsächlich die Frage, wie wir da abstimmen sollen, Joscha. Das frage ich mich auch. Ja, also dann wäre jetzt halt wirklich der Zeitpunkt angekommen, wo du vielleicht jetzt, ja, könntest du dir vielleicht dazu hinreißen, einen Vorschlag zu machen? Ich frage mich, ob man mit gutem Gewissen eigentlich einfach aus der Logik der Sache heraus dem widersprechen kann. Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, dass ich mich... Meinst du, ich kann mich ihm anschließen? Das kannst nur du dich selber fragen. wobei man natürlich sich auch fragen kann, wie Slobat schreibt, würde die Räterepublik Deutschland die Regeln und Werte der EU verletzen? Und würden wir nicht auch die Fördermittel für unsere Autobahn mit Flüsterasphalt sehr genießen? Das wird wieder vollkommen wahnsinnig hier. Kann ich nur sagen, formuliert das? Ich würde halt tatsächlich dann doch dazu neigen, ich weiß nicht, ob du damit übereinstimmen kannst, aber das einfach als neutral zu markieren, kannst du damit leben? Ich glaube, ich frage mich, ob irgendjemand damit nicht leben könnte. Okay, dann würde ich sagen, neutral, und dann würde ich auch sagen, haben wir alles gegeben in der Fragerunde und können jetzt wieder normal sprechen. Gut, dann kann ich in ganzen Sätzen sagen, ich kann nur jedem empfehlen, fahrt mal in Ostdeutschland über die EU-finanzierten Autobahnen mit Flüsterasphalt. Das ist
So ein bisschen wie, wenn man das erste Mal von Baumwollunterhose auf Modalunterhose umsteigt. So, die EU soll mehr Waffen für die Ukraine finanzieren, haben wir uns auch schon häufig geäußert. Die zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden dürfen, sollen gesenkt werden, ja, auf jeden Fall. Also ist ja klar, es gibt halt eine massive Überfischung und das muss halt reguliert werden. So, also da gibt es ja keine Diskussion. Ja. Auch egal, was das wirtschaftlich bedeutet oder was. Es ist halt zerstörte Lebensgrundlage. So, die Einführzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. Naja, ich möchte nochmal mein Argument mit der Autoindustrie hervor. Also, was meine. Es ist mir basically scheißegal. Naja, ich finde schon, wir sollten eine eigene E-Auto-Industrie hier etablieren. Ist eine gute Sache. Hat man nach der Revolution mehr Verhandlungsmöglichkeit auf dem Weltmarkt? Ja, aber trotzdem ist mir die konkrete Frage egal. Also, das kann man ja machen, aber. Ja, dann stimmt doch zu. Was ist denn mein Problem? Oh, der freie Markt. Ich bin vielleicht Agent des Welthandel. Ich bin vielleicht Agent des chinesischen. Das Problem ist doch gut, wenn die Märkte freier sind. Ist das deine Haltung? Ja, komm, scheiß drauf, schmich jetzt einfach auch zu. Sehr gut. Aber langsam keinen Kaffee auf, wir müssen schon durchskippen. Naja, ist auch spät, ne? So, die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedstaaten strafen, ja, selbstverständlich, was geht. Ja, und da muss man die, die hier produziert werden, fördern. Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten, nein, was zur Hölle. Ist auch auf jeder Ebene einfach Müllidee. So, die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmung bestätigt werden müssen. Es ist mir echt egal. Es ist mir einfach wirklich egal. Also ich finde es ganz cool. Ja, ich finde schon cool. Ich finde es witzig. Ja, komm. Ich find's, da bin ich halt schon dafür. Ja, ich bin dafür, weil ich es witzig finde. So. Eigentlich ist es mir egal, aber ich finde es witzig. Da könnte man vielleicht sogar so abgefuckte geopolitische Sachen vielleicht sogar verhindern. Ich finde es eigentlich gut, wenn es bei sowas, wenn wir einfach mehr Volksabstimmung oder sowas haben. Ich bin Daumen hoch. Ja, einfach, für mich ist es viel mehr witzig. Balkan wird niemand mehr auf. Ja, das ist natürlich die Frage, wen nimmst du zuerst rein? Serbien, Bosnien oder Albanien? Genau, und dann kann das halt choose sein. Wisely, so. Und dann kann alles Zukünftige verhindert werden. So, aber ja, ich finde es einfach allein schon, weil es witzig ist, stimmt. Scheiße, wir haben ja auch schon Kroatien drin, ne? Ja. So, die EU soll den Aufbau von weiteren gentechnisch veränderten Pflanzensorten erlauben. Gentechnik ist auch eine interessante Frage, wo wir noch nie so richtig drüber diskutiert haben, wa? Könnte es jetzt zu den nächsten Verwerfungen kommen? Ja, das ist ja auch. Aber ich habe da eigentlich keine klare Meinung zu, muss ich sagen. Ja, es ist halt ja auch tatsächlich, würde ich sagen, so eine Für-Wider-Geschichte. Auf der einen Seite hast du eben Patent. Ja, das ist ganz schlimm. Patentpflanzen, wo du wirklich sagen kannst, das ist abgefuckt. Auf der anderen Seite hast du halt eine tatsächliche, eine reale Verbesserung der Versorgungslage, Möglichkeit der Verringerung von. Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und so durch gentechnische Veränderungen, weil es ja im Endeffekt einfach nur eine andere Art und Weise ist, die vorherigen Selektionsprozesse bei Pflanzen eben umzusetzen. So, auch das, was wir jetzt haben, ist ja im Endeffekt nur halt nicht mit den modernen Mitteln gentechnisch verändert, sondern durch Züchtung. Neutral. Bin ich auch neutral, weil es einfach zu viel Für und Widers gibt. Wenn man halt diese Patentscheiße da irgendwie verbieten würde und trotzdem das dann eben. Genau, das hängt wieder von der Regelung ab. Ja, weil es gibt ja auch tatsächlich so, es gibt ja auch in ökologischen Kreisen so eine gewisse Propaganda gegen eben gentechnische Veränderungen und auch dieses Bild, was Leute manchmal davon haben, von keine Ahnung, dass irgendwie. Das ist so wie, als würde ich radioaktiv verstrahlt werden. Oder keine Ahnung, dann wächst mir irgendwie ein dritter Arm oder jetzt die Meisterfresse. Ja, deswegen neutral, es kommt wie auf die Ausgestaltung an. Geschlechterspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Urheberrechtlich geschützte Werke, zum Beispiel Fotos, Musik, Literatur, sollen in der EU für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden dürfen, auch selbstverständlich. Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen abgebaut werden. Ja, das hängt halt auch
Das hängt halt auch wieder davon ab, wie das halt weiterläuft. So, ja. Das kann man nicht einfach prinzipiell sagen, ja oder nein, weil das halt einfach davon abhängt, wie der Friedensprozess ist. Wenn es halt einen vernünftigen Friedensprozess gibt, dann sollte das halt auch auf jeden Fall passieren. Ja, und es gibt ja auch so Sachen, wo ich mich schon vorher zu geäußert habe, wo ich dann wirklich in Frage stellen würde, so Sachen wie eben die ganze Nord Stream-Geschichte und dann... Ich muss nur lachen wegen Marek. Ja, okay, ich dachte, wo man dann jetzt sagt, wir kaufen jetzt das Flüssiggas eben von den Golfstaaten, so. Was ist jetzt besser, was ist schlechter? So, wer führt auch einen, wenn man so will, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Jemen? So, wer hat den Jemen überfallen? Ich habe das Gefühl, dass am Ende dieses Streams wir einen neuen Feind mit Marek geboren haben. Wobei, zu der Wolf-Frage haben wir noch die Kurve. Ja, genau. Wolf, ja, Gentechnik. Ja, aber ich bin auch okay damit neutral, ne? Wenn Russland jetzt irgendwie komplett freidreht. Das kann man einfach nicht so prinzipiell beantworten. Das hängt an so vielen, so vielen Faktoren. Russland, benimm dich lieber. So. Das Erasmus-Plus-Stipendium für Auslandsaufenthalte soll für Studierende lieber wenig finanziell safe. Ja, ist ja auch klar. Das ist ja auch kann ja auch ein vernünftiges Programm sein. Und wenn das halt Menschen mit geringem Beutel. Ja, fördert, so eine gute Sache. Also Erasmus ist ja auch wirklich was, wo man sagen kann, schon so viele Leute kennengelernt, die dadurch richtig stark profitiert haben. Einer der wenigen, wo man recht unangeschränkt sagen kann, dass es echt eine gute Sache ist, die durch die EU gekommen ist. Stimmt zu, die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen. Neutral. Wir machen hier einen neutralen Punkt, Joscha. Und du sagst jetzt nichts. Die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden. Ja. Das ist jetzt nichts, was dagegen spricht. Ja. Die Beteiligung außereuropäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. Also geht es hier um Spionage und sowas. Ah, nee, um dann halt zum Beispiel sowas wie Huawei, wo dann halt irgendwie irgendwelche Sendemasten halt von China kontrolliert werden und das ja ganz schlimm ist dann für. Ja, im Endeffekt geht es ja darum, die könnten Druck in geopolitischen Krisen ausüben und können damit eben sehr im Endeffekt die Angst eigentlich vor, wenn man so will, auch wenn das natürlich überspitzt ist, imperialistische Einflussnahme auf die eigene Ökonomie, um die dann auch für die eigenen Sicherheitsinteressen oder so zurechtzubiegen. Das ist ja kritische Infrastruktur, da geht es ja um Sachen, die auch im Verteidigungsfall relevant wären. Ja. Für mich ist das halt relativ egal, weil es gibt halt auch Aspekte wieder, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen im Kontext von so dann chinesischem Imperialismus auch, wo dann halt einfach so der chinesische Imperialismus ja auch Infrastruktur aufbaut, so wie halt die anderen Länder halt auch und dann halt in unterschiedlichen Knebelverträgen halt die Länder steckt, aber dann halt der chinesische Imperialismus da halt so ein bisschen nachlässiger aktuell noch ist und dann dadurch halt auch tatsächlich durch bestimmte Bauvorhaben auch lokale, schwächer stehende Staaten auch punktuell profitieren von bestimmten Dingen, wo halt auch dann teilweise davor sich halt niemand für interessiert hat, dass man da halt einen Ausbau von Infrastruktur macht und so. Von daher würde ich halt auch hier neutral sagen. Der Präsident bzw. die Präsidentin der Europäischen Kommission soll von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt werden. Oh, klingt witzig. Stell ich mir unterhaltsam vor. könnten interessante Sachen bei rumkommen. Ja, das stimmt. Ich mag interessante Dinge. Ja, bin ich auch dafür. Einfach Dinge, die Sachen durcheinander bringen, manchmal sind einfach. Ja, und mehr Demokratie, das finden wir natürlich toll. Ja, klar. Mehr Demokratie, mehr Entscheidungen um unser aller Leben, die alles entscheiden. Wie zum Beispiel, wer da sitzt. Ja. In der EU sollen Unternehmen mehr für den Ausstoß von CO2 zahlen müssen. Ja. Ja, und wenn es um Unternehmen geht. Ja, das steht ja da. Ich frage mich, wie das so persönlich funktionieren soll mit
jetzt nochmal auf die Wahl des EU-Präsidenten bezogen. Also können sich dann wirklich alle darauf einigen, dass wir irgendwie, was weiß ich, so einen Letten oder so wählen? Ja, weiß ich nicht. Es ist einfach witzig, deswegen haben wir es ja auch so abgestimmt. Ja. Hier sagen wir auch, jo, AsylbewerberInnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Grenze stellen müssen und dort auf das Ergebnis warten. Boah, das ist gar nicht so eine komplett einfache Frage, weil in der Tendenz würde ich sagen nein, weil es natürlich in der konkreten Ausgestaltung dazu führt, dass halt die Leute in irgendwelchen abstrusen Lagern halt untergebracht werden, in Libyen und so, ne? Und das ist natürlich ein riesen Problem, wo große Menschenrechtsverletzungen einhergehen, und das ist halt natürlich ein sehr großes Problem. Von daher, ja, würde ich auch recht, dann doch recht klar sagen, nein. Weil es einfach genau dazu führt. Wollte mal hören, was du noch zu der Komplexität der Frage sagst, aber ich bin auch dagegen. So, die EU soll weiterhin in gemeinsame europäische Rüstungsprojekte investieren? Nein, natürlich nicht. Das bleibt Ländersache. Hey. Ja, liebe Leute, keine europäische Atombombe. Aber das für das, was wir nach der Revolution brauchen, da reden wir nochmal gesondert drüber. Ja, klar, das war genau mein Punkt, den ich dazu machen wollte. Genau. So, das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Nee. Einfach auch, weil es witzig ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, Gewichtung der Thesen. Also, jetzt kommt noch was Zusätzliches. Ja, genau. Was ist uns besonders wichtig? Okay. Dann haben die aber upgegradet hier den Valomat, oder? Nee, das war immer so, dass man irgendwie nochmal so was besonders. Also, was ist mir besonders wichtig? So, was ist besonders wichtig? Kann man das alles ankreuzen, so viel man will? Ich glaube. Nee, das. Oder? Okay, doch. Ja. Okay, EU-Steuern, nein. Nein. Verbrennungsmotoren, nein. Seenotrettung, ja. Ja. EU-Mitgliedschaft der Ukraine. Na, da waren wir uns auch so ein bisschen am Diskutieren. Ökologische Landwirtschaft. Nationale Währung. Ja. Warum? Ich will, dass es spannend bleibt. Ey, Joshua probiert irgendwie so ein wirres Ergebnis für uns zu generieren, offensichtlich. So, dann machen wir das halt mit rein. Geschlechtsidentität im Pass. Jagd auf Wölfe. Nein. Also das finde ich halt, das ist halt schon natürlich richtig und so, aber es hat für mich jetzt halt, ist halt einfach eine Frage. Kleine Frage einfach. Auch Jagd auf Wölfe, Photovoltaik. Ja, ja. Außenpolitik. Flugzeug, Treibstoff. Boah, das sind ja alles so Sachen. Europol, öffentlich-rechtlicher, nee. Verwerfen der Klimaziele, das würde ich auf jeden Fall mal mit reinpacken, dass das richtig ist. Kann man schon machen. Geschlechteranteil auf Wahllisten, nein. Soziale Grundsicherung, das brauchen wir auch nicht mit. Desinformation. Warum? Das mal mit rein. Nein, ich vergesse einfach nicht, will irgendwelche Sachen rein. Waffen für die Ukraine. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Ja. Regeln und Werte der EU, nein. Naturschutzgebiete finde ich auch gut. Ja, und Einfuhrzölle auf Elektroautos. Ja. Nein. Doch. Wenn du jetzt irgendwas davon reinhaben willst, dann will ich auch. Das ist hier eine Doppelspitze, mein Lieber, ne? AKW ist nachhaltig und dann ziehe ich das freie Mandat hier gleich. Ja, meinetwegen, dann fangen wir das ja halt noch dazu, damit Schwangerschaftsabbrüche auf jeden Fall. Ja. Dauerhaftegrenzkontrollen, das wäre mir auch wichtig, dass das nicht passiert. Volksabstimmung bei neuen Mitgliedern finde ich witzig, deswegen würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Gewalt gegen Frauen kannst du auch mal. Erasmus. Ja, Erasmus auf jeden Fall. Atomkraft. Ja, nee, neutral, das lassen wir raus. Atomkraft. Dann
Direktwahl. Ja, Direktwahl, weil es witzig ist. Chaos für die EU anstiften, die EU-Rüstungsprojekte auf jeden Fall. Und Rolle des EU-Parlaments. So, Leute. Jetzt kommt gleich, glaube ich, unser Ergebnis, wenn ich weiterklicke, ne? Ja. Nee, weiter zur Auswahl der Parteien. Ach, müssen wir mal gucken. Ja? Ja. Genau, und wir müssen gleich wetten, ne? Das, okay, mit welchen Parteien alle möchten Sie Ihre Standpunkte alle vergleichen? Ja, alle, ne? Wo? Kann man das machen? Ja, ich glaube, man kann alle weiteren da. Kann man das irgendwie... Mach mal alle... Hier können Sie alle Parteien gleichzeitig auswählen. So, Dankeschön. Ich bin mal gespannt, wie viel wir mit der DAWA-Partei... Weiter zum Ergebnis, okay. Was denkst du, was wird passieren? Also ich glaube, dass wir... Ich glaube, wir haben eine starke Übereinstimmung mit den Grünen. Ja. Und wir haben eine starke Übereinstimmung mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Ach, lass mich mal überlegen, was haben wir noch mit Direktwahl? Nein, glaube ich nicht. Doch, ich glaube, Bündnis Sarah Wagenknecht können wir... Ich hoffe, dass wir auch, ich sage noch, dass wir auch eine hohe Übereinstimmung, weil ich es mir wünsche, weil das unsere libertären Brüder sind, dass wir mit der Partei der Vernunft eine hohe Übereinstimmung haben. Für Jugendforschung wäre auch witzig. Ich glaube tatsächlich, dass wir auf Platz 1 irgendeine skurrile Kleinstpartei halt haben. ÖDP könnte noch sein. Ja, irgendeine konservative. Skurrile, ich glaube wirklich an eine skurrile, ja, oder mehrere, das ist ja auch bei vielen Linken jetzt gewesen. Ja, einfach so, das ist halt, ich glaube, es wird einfach so eine skurrile Kleinstpartei, die jetzt vielleicht niemand auf dem Schirm hat oder die halt einfach so, ja, eins von diesen wirren Kleinstdingen halt ist, die auch schon genannt wurden. Genau, ich glaube, wenn wir das Ergebnis haben, können wir dann ja nochmal darüber sprechen, was wir generell kurz von dem Bums halten, auch abseits von dem ganzen Spaß hier. So, Basis wäre natürlich auch witzig und let's go. Boah, wie wenig. Ah, für die. 100. Nur ein und das ist voll wenig, ne? Voll wenig Übereinstimmung mit der. Hä? Findest du nicht? Also, ich meine, wenig halt dafür, dass es die erste Kraft ist. Ja. Hätte ich jetzt. Von allen Parteien. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie. Yes, ich bin so stolz auf uns. MLPD ist geil, richtig geil. Wir haben das schon so oft die MLPD verteidigt in unserem Podcast. Ja, eben, so. Wir sind ja generell große Freunde. Ja, und jetzt ist es endlich soweit, dass es rauskommt. Ich bin auf jeden Fall glücklich, dass die MLPD noch vor der Partei die Partei ist. Ja, und das ist halt auch der Moment, wo man einfach dann jetzt das halt, dass es jetzt auch mal lüften kann, dass wir eigentlich, also dieser Raum befindet sich auch in der Hauptzentrale der MLPD in Gelsenkirchen. Und da sitzen wir auch. Ja. Das ist nicht mein Zuhause. Ich kann die Bronzestatue von Lenin sehen. Ja, wenn ich aus dem Fenster gucke, dann sehe ich den Haarschopf. Und wir können auch als stolze Mitglieder und Propagandisten, Fels Fleck, genau, Bold Anarchist, innerhalb der Anarchist Revolution, können wir auch umsonst Fotos mit Lenin machen. Denn da müsst ihr aufpassen, wenn ihr mal da seid, dann müsst ihr Geld bezahlen, wenn ihr ein Foto mit Lenin machen wollt. Also für die MLPD auf jeden Fall versuchen, wenn ihr das mitbekommt. Ja. Ja, stark, okay. MLPD und das mit die Partei, das trifft mich ziemlich im Innersten, muss ich sagen. Ja. Das kann ich eigentlich gar nicht ab. So die Linke. Sozialistische Gleichheitspartei. Oh, letzte Generation. Ist ja auch dabei. Ne? Ja, das meint Keso Ernst Lobert. Wir sind hier, wie gesagt, alle große Fans. Ich weiß nicht, ob du länger schon nicht mehr im Stream dabei warst, aber wir reden sehr viel über die MLPD und finden die auch gut. Genau, das stimmt. Ja, so muss man es sehen. Oh, letzte Generation 70%. Die Basis 71%. Bündnis C haben Christen. Wir die geringsten mit den Christen am wenigsten. CDU, FDP, AfD. Ah, die PDV, so weit unten. Die Heimat. Ja. Ja, aber das ist ja immer so, dass man mit den Nazis mehr Übereinstimmung als mit den Konservativen hat, als Anarchist. Was ist das jetzt hier? Das ist ein schwieriges Zitat wahrscheinlich. Tuning, so, Parteienvergleich, ja, das ist mir egal. Okay, ja, okay, was soll man jetzt dazu generell sagen? Also, war jetzt halt natürlich primär so Joke,
Mir ist das. Wir sind dem Ding eigentlich wieder auf den Leim gegangen. Also im Endeffekt, ja. Der Wahl-O-Mat funktioniert ja darüber, dass alle Leute es eben ironisch machen. Ne? Das war ja auch damals schon so, ja. Wenn ich mich dran entsinne, so alle Leute haben das halt auch immer so halb als Witz gemacht, um zu sagen, hihihi, guck mal, wo ich da rauskomme und sich über die einzelnen Fragen irgendwie drüber aufzuregen und sich lustig zu machen. Und das ist ja auch das, worüber dieser Wahl-O-Mat funktioniert. Das ist ja im Endeffekt eigentlich eine der, finde ich, effektivsten Teile von demokratischer Propaganda, um die Leute dazu zu animieren, zu sagen, ey, guck mal, hier hast du, wir wollen euch doch gar nicht dazu bekehren, dieses oder jenes zu wählen. Hier hast du, das ist doch Teil davon. Du kannst ganz frei eben nach deinen Meinungen dir rausarbeiten, was du möchtest. Das ist im Endeffekt eigentlich die digitale Variante der Jobmesse oder dieser ganzen Sachen von, hey, wir wollen doch einfach, dass du deiner Passion folgst und für dich findest, welcher Studiengang, welchen Job du machst. Das ist ja alles so frei. Und das ist ja das, was der Wahl-O-Mat eigentlich im Kern auch drin hat. Und es funktioniert halt echt gut. Das sieht man ja auch daran, wie viel Spaß wir damit haben können. Ja, genau. Also das ist, ich würde sagen, ich würde sogar so weit gehen, dass es halt, dieser Wahl-O-Mat ist das Einzige, was halt im Kontext von so Wahlen im Allgemeinen irgendwie so funktional ist, als so richtig in so Jugendkultur und in so mit so einfach der gesamten Gesellschaft so bondet einfach so, wo alle halt sich drauf einigen können, alle sagen können, haha, witzig und guck mal, was mein Ergebnis ist und so. Das ist so das Einzige, was halt wirklich richtig funktioniert und deswegen ist es auch irgendwo auch so ein perfides Werkzeug. Jetzt haben wir genug das kritisch eingeordnet und gesagt, dass das gerade generell vielleicht kann man war. Ich möchte an der Stelle, bevor wir jetzt so richtig zum Schluss kommen, gerne noch einmal wissen, was die DAWA-Partei zu Wolfsjagd sagt. Die DAWA-Partei, was ist denn das? Das ist die Pro-Erdogan-Partei in Deutschland. Begründung. Wie finde ich das denn jetzt? Ich glaube, also die wird mit V geschrieben. Nicht wie das. Aber Begründung ist doch, hier. Wo ist denn das jetzt gewesen mit der ich habe gerade fast scheiß Wölfe gesagt, das hätte Marek beunruhigt. Das ist auch nicht fair gegenüber Wölfen, das sind schon coole Tiere. Wölfe sind nett eigentlich, ja. Wo? Ja, da, Jagd auf Wölfe. Wo sind sie denn? Parteien stimmen neutral, DAWA stimmt nicht neutral. DAWA stimmt nicht neutral, die sind also für Wölfe? Wo ist die? Oben. Oh, da war es gegen Wölfe. Da. Dies kann das ökologische Gleichgewicht bewahren und Konflikte mit der Landwirtschaft reduzieren. Dennoch ist eine strenge Regulierung erforderlich, um den Schutz des Wolfes sicherzustellen. BIG ist, glaube ich, auch so ein so mit Tendenz in islamischen Fundamentalismus. Es ist wichtig, dass Entscheidungen bezüglich der Jagd auf Wölfe auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und in enger Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen getroffen werden, um sicherzustellen, dass der Schutz der Art gewährleistet ist. Letztendlich sollten diese Entscheidungen sowohl die Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaften als auch den Erhalt der natürlichen Lebensräume berücksichtigen. Ist natürlich jetzt die Frage, was die Parteigenossen mit dem Schweigefuchs dazu denken. Ja, generell wollte ich einfach noch mal sagen, ich meine, nicht alle verfolgen uns ja länger schon und deswegen interessiert euch ja auch vielleicht, was wir allgemein zu Wahlen halten, was wir euch da empfehlen und was wir da grundsätzlich zu sagen. Und unsere Standardantwort dazu ist eigentlich immer, dass es nicht so wichtig ist. Also dass das halt, dass wir halt nie empfehlen, jetzt irgendwie boykottiert diese Wahl, wie es manche Anarchistinnen ja auch machen, dass sie halt irgendwie sagen, ja, es ist total wichtig, da jetzt halt das zu boykottieren und da so aktiv irgendwie dagegen das zu machen oder so. Und das sagen wir einfach so, es ist einfach nicht so relevant, was man da halt abstimmt. Es ist halt eher so eine kleine, ja, vielleicht etwas stärkere Konsumentscheidung, kann man sagen, die man da trifft. Und es ist halt total legitim und da eine linke Partei zu wählen. Aber wenn man da nicht hingeht oder sonst was, dann ist es auch okay. Und es ist viel, 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 viel wichtiger, was wir 365 Tage im Jahr in unseren Kämpfen, in unseren Strukturen machen, als was wir dann bei diesen Wahlen tun.
Ja, und das, was wir auch natürlich immer dabei sehen, ist, dass es einfach diese Unterscheidung zwischen der werde ich selber in der Parteiaktiv-Ebene gibt oder wähle ich jetzt. Und ich finde halt auch eben, das ist so die Sache, und das würde ich auch gegen diese Wahlboykott-Geschichte verteidigen, dass ich es eine gute Sache finde, wenn die Leute eben eine tatsächlich linke Kraft, wenn es da was halbwegs Gescheites gibt, dann zumindest jetzt in die deutschen Parlamente reinwählt. Aber ich würde halt immer mit den Leuten hart ins Gericht gehen, wenn sie sagen, ich setze meine Hoffnung und ich packe meine Energie in die Arbeit in der Partei. Das ist eigentlich das, wo der Fehler liegt, und das ist auch das, wo unsere Kritik sein muss. Und auch generell im Entzaubern von diesem parlamentarischen, dieser parlamentarischen Propaganda, so, ne, dass man einfach wirklich das konfrontiert und halt ganz klar macht, so, wir leben halt eben nicht in einer, in einem Gesellschaftssystem, wo wir halt als, was ja auch die meisten wissen, aber das ist halt einfach als kernanarchistische Punkt halt hervorzuheben, der Parlamentarismus, das ist nicht das System, wo wir Menschen halt bestimmen, was halt in der Gesellschaft passiert, und nur ein System, wo wirklich die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft unter ArbeiterInnenkontrolle steht und eben ohne Stellvertreterpolitik und ohne Funktionäre auskommt, ist eine Gesellschaft, in der es eine echte Form der Demokratie auch dann letztendlich gibt. Und das ist der zentrale Punkt unserer Kritik. Und ich sehe das auch so, dass es halt diese starke Fokussierung auf diesen reinen Wahlakt auch so ein bisschen so eine Annahme von dieser Propaganda rund um diese Wahl, um dieses Wahlthema ist, dass man das auch selber als Anarchistinnen dann überhöht, diesen reinen Wahlakt. Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben noch eine kleine Sache, ne? Haben wir noch? Hm? Ah ja, haben wir noch, ja, tatsächlich. Wir und bevor, noch eine Sache, die ich nicht vergessen darf zum Schluss. Und zwar hier noch eine schöne Community-Sache. Und zwar haben, Sadi ist jetzt leider schon weg, aber unter anderem Sadi und noch ein anderer Genosse haben angestoßen aus der Community heraus, dass sie am Halbmarathon in Dortmund stattfinden, teilnehmen am 3. Oktober. Und es haben sich auch jetzt schon noch weitere Leute angeschlossen. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch euch bei uns zu melden, wenn ihr am Marathon für über Tage in Dortmund antreten wollt. Und das Schöne ist auch, dass wir ein generelles Community-Event darum spinnen werden um den 3. Oktober. Also kommt so oder so nach Dortmund, unterstützt unsere Läufer und Läuferinnen, die da an den Start gehen für über Tage. Und wird sich generell lohnen, dann nach Dortmund zu kommen. Man geht natürlich auch selber am Start. Geht natürlich am besten selber. Auf jeden Fall. Es gibt dann auch schicke Sportkleidung, die wir noch dann entwerfen zum Rabattpreis für euch, wenn ihr daran teilnehmt. Wird Hammer. Gut. Ja, das ist immer schön. Ja, in dem Sinne würde ich dann sagen... Genau, wir haben noch eine... Ach so, ich meinte tatsächlich das mit dem Marathon, das solltest du noch sagen. Ach so, mit dem Marathon, ja, aber... Nicht. Nee, es gibt jetzt doch noch... So, Joscha hat mir jetzt halt hier wieder irgendwie so ein Zeug halt zum Essen gegeben. Und ich finde es eigentlich einen schönen Abschluss, weil guck mal... Man kann wählen. Genau, man kann wählen. Also das ist halt... Das, liebe Leute, ist ein perfektes Symbol für die Wichtigkeit dieser Entscheidung, die EU-Wahl. Headbangers. Headbangers Balls... Und es gibt sie in zwei verschiedenen Sorten. Das ist jetzt halt, Joscha, das ist die Wahl deines Lebens. Nimmst du die rote Pille oder die blaue Pille? Boah, ich bin... Keine Ahnung, das ist halt echt nicht einfach, ne? Weil neuerdings sehe ich an die Wände dran geschmiert, in Toiletten häufig, bist du schlau, wähl blau. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich die Red Pill wählen, so wie mir das immer auf... TikTok-Videos von schlecht gekleideten Männern mit zurückgegelten Haaren gesagt wurde. Ich glaube, ich bleibe ganz im Sinne von Motivationscoach dabei, ich nehme die Red Pill. Das ist sehr gut, weil ich hatte nämlich zur blauen Pille gegriffen. Mhm. Das ist jetzt, riecht, Leute. Ja. Hab ich Pest oder Cholera gewählt? Das ist jetzt die Frage. Oh. Ist das ein Kaugummi überhaupt? Oder was ist das überhaupt? Ich kaufe echt die Katze im Sack hier jetzt. Macht man bei der Wahl ja auch. Ja. Bah.
Ja, kannst du die ganze Tüte wieder mitnehmen, Mann. Nö. Oh ja, Headbang. Ja, ich werde die auf jeden Fall jetzt immer zu über Tage Infotischen mitnehmen, die Tüte. Das ist echt eine große Tüte mit sehr vielen von diesen Dingern. Und dann müsst ihr euch, um die Wichtigkeit dieser Entscheidung zu unterstreichen, auch immer am Übertagestand entscheiden, ob ihr den roten oder den blauen nehmt. Choose your fighter. Mhm. So, packen wir auch unseren Container mit dem Aufkleber Wahlurne drauf. Das ist aber ein bisschen schwach, ne? Nach dieser ersten super sauren Schicht ist das einfach so ein sehr hartes Lutschbonbon. Aber ich finde den Geschmack sehr lecker eigentlich. Ja, fantastisch. Der dann kommt. Ich habe mich gut entschieden. So. Finito Mussolini. Ja. Das ist auch wieder so eine gute Geschichte, dass ich irgendwann, glaube ich, mal diesen Spruch gebracht habe, du ihn so lustig fandest und ich dann wusste, ich muss irgendwann anderthalb Jahre später eine Faschismus-Folge machen. So, Leute, Glück auf. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns. Ciao.